Hallo zu einer neuen Ausgabe der OV Video Wochenschau. Ich habe wieder ein paar Meldungen des Tages für euch. Nein, okay, das ist so nicht ganz korrekt. Die Meldungen kommen natürlich von meinen Kollegen aus der Redaktion. Die machen die Hauptarbeit und ich kann das jetzt schön bequem an euch weitergeben. Sturmtief Friederike verursacht Schäden in Höhe von 42.000 Euro. Von 13 bis 16 Uhr waren am Donnerstag Polizei und Feuerwehr nach eigenen Angaben im Dauerstress. 21 Einsätze hatten sie zu meistern. Verletzt wurde nach derzeitigem Sachstand niemand. Das Tief hatte vor allem Bäume fallen lassen und Dächer abgedeckt. Und der Babyboom im Kreis Vechta hält an. In den drei Kliniken in unserer Region kamen exakt 2.355 Säuglinge zur Welt. Das ist die zweithöchste Zahl in diesem Jahrzehnt. Spitzenreiter bleibt das St. Marienhospital Vechta mit 1.448 Geburten. Nach wie vor lohnt sich ein Besuch auf unserer Seite karrierestart.tv. Auch wenn ihr vielleicht denkt, ach, da habe ich schon alles gesehen. Nein, es kommen nach und nach immer wieder Videos dazu und neue Firmen. Je nachdem, wann und wie die Produktionen gewesen sind und wann das Video fertig geschnitten ist, kommt wieder was Neues dazu. Also gerne weiterhin regelmäßig mal draufschauen oder je nachdem, wen ihr in eurem Bekanntenkreis habt, einfach mal weiter sagen. Techno-Freunde unter euch, die sollten sich am Freitag zum Gulfhaus in Vechta begeben. Dort werden euch mindestens 125 Beats per Minute versprochen. Einlass ist um 22.30 Uhr. Am Sonntag in der St. Barbara-Kirche in Hahndorf-Langenberg vermute ich jetzt mal weniger Beats per Minute, aber wer weiß. Das Blasorchester aus Hahndorf-Langenberg gibt dort nämlich ein Neujahrskonzert. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Dass ich auch immer den falschen Pulli anziehen muss. Als ob ich nicht wüsste, dass heute wieder die Wochenschau auf dem Programm steht. Naja, Alter schützt vor Torheit nicht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, weht mir nicht weg und kommt gut in die nächste Woche.